Hallo, wir sind wieder von Chinu, Ute und Nicole. Und Ute zeigt euch heute, wie man an ein T-Shirt ganz einfachen Rand oder eine Blende annähen kann. Und zwar ist die einfach nur so drauf genäht, dass es sich einrollt. Ist wirklich super einfache Methode und auch für Anfänger geeignet. Für den Rollrand oder den Abschluss mit dem Rollrand brauche ich einen Streifen. Den habe ich mir der Länge nach geschnitten und zwar habe ich ihn jetzt hier 4 cm breit und etwa 15 cm kürzer als der Ausschnitt ist. Mein Ausschnitt, der ist ziemlich dehnbar, weil der Stoff 5% Elastan hat. Man muss es ein bisschen ausprobieren, wie gut er dehnbar ist. Einfach so ein Band mal vielleicht 20 cm lang abmessen und dann gucken, wie weit man das dehnen kann. Und wenn das so 10, 15 cm mehr ist, dann kann man das etwa dann auch übertragen auf den Halsausschnitt. Also meiner ist jetzt 15% kürzer als der Halsausschnitt. Ich habe mir jetzt hier mal, oder ich werde mir jetzt hier mal die vordere Mitte markieren. Und werde es dann auflegen. Ich möchte ja den Rand später so haben, dass er sich so über den Ausschnitt rollt. Also hier ist es, liegt es dann so an. Und das heißt, ich drehe das jetzt einfach nach vorne und nähe das jetzt so an, dass es sich nach unten rollt. Man muss es einfach mal ausprobieren. Ich stecke es jetzt mal so an. Und wenn ich es dann genäht habe und es liegt dann so, dann rollt sich der Stoff so über den Ausschnitt drüber. Vorne hatte ich die Mitte schon. Hinten muss ich sie mir jetzt, hinten muss ich sie mir jetzt noch ermitteln. Da kommt dann die Stelle hin, an der ich es zusammengenäht habe. Und dann ist einfach wichtig, dass man das so sich rundherum gut verteilt. Ich stecke es mir jetzt mal an, dann werde ich das mit der Overlock festnähen. Der Streifen rollt sich und deswegen muss man ein bisschen aufpassen beim Nähen, dass man das trotzdem noch glatt liegen hat unter der Nähmaschine. Das wäre sonst ein bisschen blöd. Ich habe ja hier vorne Falten, die habe ich mir mit großen Stichen einfach ganz normal mit der Nähmaschine ein bisschen fixiert, so dass ich den Faden dann auch leicht wieder entfernen kann. Ein bisschen gefummelt, weil je mehr das man an dem Stoffstreifen zieht, umso mehr will er sich zusammenrollen und das wollen wir ja jetzt noch gar nicht so sehr haben. Deswegen muss man einfach gut feststicken und auch später dann beim Nähen, wenn ich das mit der Overlock nähe, dann kann ich das jetzt gar nicht so über die Nadel nähen, weil das ja gleich abschneidet und so fort. Und da muss man ein bisschen langsam und vorsichtig sich voranarbeiten. Es ist einfach wichtig, dass der Stoffstreifen kürzer ist als der Halsausschnitt, einfach damit er schön liegt. Man muss es ja nicht mit der Overlock festnähen, man kann ja auch einen anderen dehnbaren Geradstich nehmen. Ich nehme sehr gern den
dreifachen Geradstich. So, jetzt muss ich es gleich nochmal aufmachen, weil ich es noch ein bisschen zu wenig gedehnt habe. Aber mit der Overlock ist natürlich super, weil man sie auch gleich schön versäubert hat. Wobei, man muss andererseits sagen, diese dehnbaren Stoffe, die gehen ja eigentlich nicht auf, also die ribbeln sich nicht auf. Man hat da eigentlich gar keine Probleme, dass sich der Stoff auflöst. So, jetzt komme ich etwas besser hin. Ich lasse da bei dem Nähen der Teil vom Stoff immer oben liegen kann, der ein bisschen schwieriger ist. Und das ist jetzt in dem Fall der Stoffstreifen, einfach wegen der besseren Kontrolle. Und dann hat man weniger Schwierigkeiten, gibt es weniger Überraschungen, wenn man den Stoff aus der Maschine nimmt. So, das kleine Stück da hinten muss ich jetzt noch, aber so im Großen kann man es gut sehen. Da vorne ist es ja gerafft, sowieso bei mir, jetzt das Shirt. Aber auch hier liegt es dann schön an und dann kann ich das umnähen. Noch mal einen kurzen Blick, bevor ich anfange zu nähen. So liegt der Streifen jetzt auf der Vorderseite, also auf der rechten Seite auf. Ich habe es jetzt angenäht und die Naht so nach innen gebügelt, nach unten etwas. Wenn das nicht funktioniert, kann man in diesem Bereich nochmal so eine Sicherungsnaht machen, um die Naht einfach zu fixieren, dass sie ein bisschen mehr unten bleibt. Aber der Streifen ist jetzt dran, man braucht nichts weiter zu machen. Also normal wird man ja dann nochmal so nach vorne nähen oder sowas. Hat sich alles jetzt erledigt, ist schon fertig. Wenn euch unser Video gefallen hat, gebt uns bitte einen Daumen hoch. Und wenn ihr auch zukünftig nichts von uns verpassen wollt, dann könnt ihr euch unsere App runterladen oder den Newsletter bestellen. Schaut einfach mal auf dem Blog vorbei. Die Adresse zum Blog oder zum Blogbeitrag findet ihr unten in der Infobox. Oder unter dem i. Oder unter dem i. Und da könnt ihr euch umschauen. Es gibt so viele Blogbeiträge schon und Anleitungen. Vielleicht findet ihr auch noch andere interessante Sachen. Schreibt uns mal, was euch noch interessiert und was wir sonst euch noch zeigen können. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Tschüss!